So Leute, willkommen zurück zu Jack 3. Ich bin so ein bisschen vorgefahren, damit ihr den ganzen Weg nicht sehen müsst, aber das wollte ich euch doch zeigen. Seht ihr das? Könnt ihr euch erinnern, wie dieser Ort in Jack 2 aussah? Da waren alles nur Holzplanken, überall nur Holzplanken und jetzt ist alles hier ausbetoniert und sieht aus wie, keine Ahnung, wie eine richtig schöne Stadt, muss ich sagen. Also, beziehungsweise ein richtig schöner Stadtteil. Haven City ist ja die Stadt. So, und dann sind wir auch schon beim Ziel angekommen. Hier mussten wir hin und jetzt wundere ich mich, wer uns hier erwartet und was uns hier erwartet. Ist hier wieder Thorn? Hat er hier so eine neue Zentrale errichtet oder wie sieht's aus? Oder ich kann mir vorstellen, wer da ist. Könnt ihr es euch auch vorstellen? Na, wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Was glaubt ihr denn? Okay, es ist Ashling. Wow. Hallo, Freunde und Gefährten! Jawohl! Der Dexternator ist wieder zurück! Dexter, Jack, gut gemacht! Wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht! Wo fahrt ihr so lange? Sorry, uns kam ein Krieg dazwischen. Tolle Arbeit, Jack. Ich möchte mich im Namen der Stadt bei dir entschuldigen. Vergiss es. Es geht ja hier auch um meine Interessen. Also, so viel wir im Moment wissen, nähert sich uns ein gewaltiger, dunkler Planetenformer. Niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Sollte es böse Precursor-Technologie sein, können wir sie nur mit noch mehr Precursor-Technologie zerstören. Und die befindet sich tief unten in den Katakomben. Und dass so viele Eco-Kristalle im Umlauf sind, kann nur eins bedeuten. Jemand versucht, die gewaltige Precursor-Technologie zu erwecken. Dahinter steckt Vega. Oder Arrow. Oder vielleicht... Oh! Hört euch erstmal meine Ödland-Abenteuer an! Da stand ich nun! Allein gegen eine Horde von sabbernden Metallschädeln, als urplötzlich... Oh. Sieht aus wie ein Angriff in voller Stärke. Mehrere Ziele gleichzeitig. Bereit für ein bisschen Action, Jack? Was glaubst du denn? Lassen wir es krachen, Dex. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, dass hier Wen auf uns wartet. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Und mir ist dann auch eingefallen, dass er auch völlig an einem anderen Ort in Jack 2 beherbergt war, der liebe Wen. So, jetzt gibt es wieder ein bisschen Action. Ja, wieso nicht? Kann ich auf die Dinger schießen? Ich glaube, ich muss auf die schießen. Ja, okay, ich muss auf die schießen. So, komm. Ein schwerer Angriff, fast so schwer wie deine Mutti. Haha, Mutterwitze sind niemals out. Das kann man schon so sagen. Benutzen wir mal den Peacemaker. Den habe ich euch ja im letzten Part gar nicht gezeigt. So, Ziel auf das Ding. Moment. Jetzt aber. Komm. Bam. Na, wie hat sie gefallen, du Rieses? Oh, schieß gleich mal zurück mit Raketen. Das ist gar nicht mal so gut. Hihihi, neue Munition für den Peacemaker. Zackeli, zack. Der Peacemaker sorgt hier für Frieden und Ordnung. Und das Ding, es brennt schon. Ich brauche kein Leben. Ja, genau, gib mir Peacemaker-Munition. Nein, nix das. Sondern schön den Peacemaker hier rausholen. Und dann... Nein! Ah! Gott sei Dank bin ich dem ausgewichen. Ja, jetzt zwei. Wow, ihr werdet voll kreativ und so. Ui. Da, danke, da hat mir sogar jemand geholfen, das war voll nett von dir. Sehr nett von dir, dankeschön. Ich find's ein bisschen nervig gerade, dass diese Peacemaker-Munition, was? Die Verbindung zum Access Point wurde unterbrochen oder so? Kann das sein? Was interessiert mich das gerade? Ich brauche Peacemaker-Munition und da bekomme ich tatsächlich auch welche. So, kümmert ihr euch erstmal um die ganzen... Oi! Nein, zu viel! Oh Gott, danke. So, um die ganzen Gegner, während ich mir Munition hier einverleibe. Ja, ich will doch auf das große Ding schießen und nicht auf die kleinen Fötzel hier. Das finde ich blöd, dass das Auto-Aiming teilweise die falschen Dinge anvisiert. Die ich gar nicht anvisieren will! Oh Gott. Ja, jetzt schießt er auch so. Ja, schieß halt mit einem Laser, kein Problem. Ah, du bist kaputt. Haha, umso weniger ein Problem. So, hier noch ein bisschen Leben. Nein! Gott, ich habe immer wieder Angst vor diesen... Oh, das ist... Ich will doch auf das große Ding schießen, nicht auf die kleinen. Nicht auf die kleinen Jackie Boy. So. Oh, puh, da lass ich mich wieder treffen, wie so ein Tölpel. Ja, okay. Das liegt vielleicht daran... Oh, dass du ein Scheißding bist. Ich wollte...
Hä? Ich dachte schon, er verwandt sich zum hellen Jack. Aber nee, das war nur so, dass er sich getroffen gefühlt hat. Der liebe Jackie Boy. Mach sie kaputt. Triff wenigstens alle, wenn du schon hier hinschießt. Komm. Weg mit dir. Und jetzt aber. Oh nein, ich habe meinen eigenen abgeknallt. Den eigenen Typi. So, jetzt noch ein Schuss und es ist weg. Sehr fein. Toll geschossen. Danke, danke. Woher? Hä? Was labert die? Die sind doch genau... Ich soll einen Weg zu euch finden, aber ihr seid doch genau da, wo ihr vorhin wart. Oder versteht... Hä? Okay, ich muss es nicht verstehen. Gut, das war mit dem Peacemaker wirklich kein Problem. Aber ist allgemein kein Problem, wenn ich spiele, weil ihr wisst ja, Oberpro und so, ne. Wenn, sehen wir eigentlich Win noch? Was ist eigentlich aus Win passiert? Was ist mit ihm passiert? Hier Packer sehen wir, Onin ist irgendwo auch dabei, obwohl wir sie noch nicht gesehen haben, aber wo ist Win? Gute Arbeit, mein Junge. Du bist unser bester Mann, um eine Expedition in die Katakomben zu führen. Bitte, bitte, lasst uns nichts überstürzen. Wollt ihr wirklich, dass dieser dunkle Eco-Spinner die heiligen Hallen unserer glorreichen Precursor verschmutzt? Ich sollte die Expedition leiten. Wir haben genug von euren Intrigen, Vega. Ich habe die Antwort, die ihr sucht. Meine Precursor-Mönche gaben mir das Wissen, wie das Verteidigungsnetz des Planeten aktiviert wird. Wenn ihr mich darum bittet... Jack hat uns immer aus der Klemme geholfen. Ich bin für ihn. Ich auch. Du bist erledigt, Vega. Vega heißt das, du Idiot. Was auch immer. Graf Vega, hiermit löse ich den Stadtrat auf und enthebe euch eures Titels, eurer Befehlsgewalt und sämtlicher Privilegien. Nun geht mir aus den Augen. Was? Du wagst es. Ich war euch gnädig. Doch nun sollt ihr alle im Schöpfungsfeuer der Precursor brennen. Das schwöre ich. Was für eine Angriffswelle. So schwere Angriffe können wir nicht ewig abwehren. Die schwebende Kriegsfabrik muss geschlossen werden. Das Problem ist, sie hat einen Schutzschild und die Eingänge sind mit Codes geschützt. Die meisten alten Gardetürcodes stecken im Hauptsystem, im Energieraum. Wenn du in das System eindringst, bekommst du die Türen der Kriegsfabrik vielleicht auf und kannst hinein. Onin sagt, das Eco-Netz im Energieraum kann dir helfen. Doch um den Raum zu öffnen, musst du den Verteilerkasten in der Kanalisation finden. Meine Meinung? Es ist verrückt, darunter zu gehen. Was soll's? Viel Glück! Dann wohl wieder ab in die Kanalisation. Naja, gefällt mir jetzt nicht so ganz, aber gut, wenn es sein muss, muss es sein. Aber wieso haben sie ihm nach gleich das Maul gestopft, also Wiege? Die wissen ja, dass er ein Pisser ist und am Ende kommt er wieder irgendwo hervorgekrochen und sticht irgendjemand mit dem Messer in den Rücken, so symbolisch halt. Oder vielleicht auch tatsächlich. Gut, ich glaube, den Weg zur Kanalisation, den kann ich euch sparen. Wir sehen uns gleich wieder zum 5 Milliardsten Mal bei der Kanalisation. Bis gleich. Die Kanalisation hat hier einen anderen Eingang, weil jedes Stadtteil hat einen anderen Eingang zur Kanalisation. Und der hier war doch relativ nah. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Schnitt gemacht habe oder nicht. Wahrscheinlich schon, aber war jetzt nicht weit weg. Ist ja auch egal im Prinzip. So. Dann sieht es wahrscheinlich hier auch ein bisschen anders aus. Ne, Peacemaker brauchen wir jetzt nicht. Können die auf uns schießen? Das ist die Frage, die sich mir stellt. So, komm, weg, 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 weg. Okay, ich dachte schon, diese Teile, die da abfallen. Nein, oh Gott, weg da, weg da, weg da. Oh genau, unsere Ultralaser. Ja, kommt ihr Gegner. Haben die mich schon erwischt? Oh, puh, die haben mich schon erwischt. Okay, ich sollte meine Klappe nicht zu weit aufreißen. Aber stimmt, ich habe ja den Mega-Ultra-Laser. Und ich frage mich, wie soll der Peacemaker noch stärker werden? Soll er so eine zielsuchende Funktion haben oder was? Weil der ist schon ziemlich mächtig, der Peacemaker. Wird er noch mächtiger als die Waffe, die wir jetzt schon haben? Wir werden es dann früh genug sehen. Los, fliegt umher, meine kleinen Elfen. Sieht schon so ein bisschen aus wie kleine Elfen oder... Keine Ahnung, Fabelwesen. Oh, sind das viele. Kleine Froschi-Dinger. Okay. Ah, puh, ich hätte mich heilen sollen und dann das Ding einsammeln. Zack. Hä, wieso hast du überlebt, kleines Ding? Wieso? Ui. Okay. Tötet mich das? Wahrscheinlich schon. Oder zumindest macht es mir Schaden, so wie ich euch jetzt Schaden mache und wie ihr mir auch Schaden macht. Oh Gott. Ich fühle mich zu sicher mit diesem Ding. Das ist nicht gut. Ich sollte einfach ein bisschen die Ruhe bewahren.
sich auf mich auf meine Basis konzentrieren und das macht richtig viel Schaden. Aber gut, wer hätte es anders erwartet? Ich nicht, ehrlich gesagt. Ihr vielleicht schon, aber dann kennt ihr Jack nicht. Beziehungsweise die Jack-Spiele. Obwohl, ihr kennt sie wahrscheinlich. Was labere ich da? Ich will euch einfach sagen, ihr seid cool. Ich mag euch. Hey, ich mag euch. Ich mag dich auch. Auch wenn ich dich töte. So, jetzt wieder schnell ein bisschen Leben aufheilen, bevor wir wieder die helle Energie einsammeln. Damit die nicht verschwendet wird. Und hier bekommen wir dann wahrscheinlich... Nee, oh, gar nicht. Ich dachte, da bekommen wir wieder wahrscheinlich ein bisschen Leben. Was ist das hier? Wie... Ach so, stimmt, RPG. Aber, ich habe vergessen, das verschwendet voll viel Munition. So, weg. Oh, ich soll mich viel schneller um die kümmern, weil die sind echt böse. Die machen mir auch immer wieder Schaden. Ja, komm, triff doch mal. So ganz treffsicher ist das Ding aber auch nicht. Aber das liegt wahrscheinlich... Wie bist du meinen Elfen des Todes entkommen, du böses Ding? Oh Mann, oh. So, habe ich voll? Ja, habe ich voll? Dann kann ich mal wieder laden. Also ich meinte damit, habe ich voll, habe ich meine helle Eco-Energie voll. So, jetzt ein bisschen schauen und perfekt. So, weg. Uiuiui, aufpassen. Oh, teilweise bin ich echt ein bisschen angespannt und dann kann ich auch nicht so viel labern. Tut mir leid dafür, aber... Ihr versteht das, glaube ich, schon. Weil ab und zu ist das nervenaufreibend. Komm, trifft ihn doch. Danke. Geht doch, Jackie Boy. So, bis jetzt, ich will es nicht sagen, aber bis jetzt schlagen wir uns eigentlich ganz gut, bis ich von dem Typen geschlagen wurde. So, weg mit dir. Oh Mann, ich wollte ein bisschen Faustkampf hier machen. Und dann sind sie gleich so unfair und machen 4 gegen 1. Was los, Digga? Komm, 1 gegen 1, ich hole meinen ganzen Cousins. Yeah. Nein, oh Gott, ich dachte, ich habe dunkles Eco ausgelöst. Was bist du für ein Ding? Hallo, kann ich das treffen? Was? Muss ich das verstehen? Was muss ich denn machen? Ich habe Angst, nicht, dass es mich One-Hit KO'd. Flieg, meine Elfe. Okay. Oi. Wenn ich nochmal drauf gehe. Okay, das wieder. Da gefällt mir, glaube ich, das besser. Oder? Ich muss, glaube ich, den Knopf da erreichen. Und ich bin tot. Ne, ich bin noch gar nicht tot. Okay, ich glaube, das andere hat mir doch besser gefallen. Aber ich habe es geschafft irgendwie. Oh nein! Verpieselt euch! Weg. Einfach schießen. Und ich bin trotzdem tot. Ich hätte helle Seko einsetzen sollen. Aber gut. Wo sind wir? Ja, hier geht eigentlich. So, wieder da hoch. Jetzt ein bisschen schonsamer. Bisschen auf mein Leben achten. Nein. Ich hasse euch Dinger, Mann. Verpisst euch einfach. Verpisst euch aus meinem Leben, Mann. Da ist noch einer. Ich hab dich gesehen. So, ist noch einer hier. Oh, hier ist... Ah, nee, die sind ganz unten. Die können mich einen Scheiß jucken. So, Nein. Nein, wieder zurück, danke. So. Kommt her. Jetzt gehe ich nicht da hoch und lass mich nochmal von euch treffen. Nein. Ihr kommt hoch und lasst euch von mir treffen. Na, wie gefällt euch das, hä? Jetzt bin ich in der guten Position und ihr seid einfach tot. Also tot. So. Jetzt heile ich mich aber. Dankeschön. Damit wir diese Eco-Kugel nicht verschwenden. Ich bin ziemlich ein Ökonome. Ich möchte auch von euch Fokker der Ökonome genannt werden, weil ich bin halt so ein richtiger Ökonome. Wie oft habe ich jetzt Ökonome gesagt? Ich bin Ökonome. Dann sollte man das Wort wenigstens aussprechen können. Jetzt nur meine bescheidene Meinung. So, komm weg. Ich glaube, da kommen wieder die Flugdinger. Deswegen rüste ich das schon aus. Kommen da Flugdinger? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. So, wie es aussieht, kommen da doch keine Flugdinger. Ich behalte trotzdem dieses Teil. So, weg da. Oh, der hat überlebt. Du hast überlebt, Kleiner. Du hast auch überlebt, aber dich habe ich noch gar nicht getroffen. Jetzt habe ich dich ein paar Mal getroffen und du bist tot. So. Okay, Konzentration. Ich glaube, wie gesagt, es ist besser, wenn das so in diesem Modus ist, weil da kann ich... Hä? Ach so. Wenn ich einfach ins Wasser komme, dann wechselt es den Modus automatisch. Automatik. Das ist Französisch für automatisch. So, komm.
Hier, weg, 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 weg. Ja, 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 ja. Habe ich alle getroffen? Sind alle tot? Hab bestimmt alle schon mal getroffen. Aber der ist noch nicht tot, der Pissermann. Ich hasse diese Flugroboter. Es sind Metallschädel. Es sind alles Metallschädel. Fokker, beruhige dich. Yeah, Wildwasserbahn. Way. Hooray. Ja. Sorry. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich die Lache jetzt rausgeschnitten. Vielleicht habe ich es vergessen. Aber das war echt geil. Oh, ich mag den Humor dieses Spiels. Ich mag den Humor dieses Spiels. Soll ich die töten? Ja, tue ich jetzt schon. Komm, töte halt alle. Damit es nicht unfair ist. Damit nicht einer sagt so, hey, du hast nur ein paar getötet. Töte halt alle. So, aber die sind auch ein bisschen gefährlich, habe ich gemerkt. Der eine hat mir schon ein bisschen was abgezogen. Das hat mir gar nicht gefallen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das sieht mir doch nach einem Secret aus. Das sieht mir doch nach einem Secret aus. Moment. Hoch da. Oh, komm. Jackie Boy. Gib dir Mühe. Gib dir Mühe. Jetzt aber. Hä? Moment, es geht auf jeden Fall. Also ich bin mir sicher, dass ich da hochkomme. Und dann werde ich mit Precursor Orbs und Metallschäden belohnt. Aber es muss nur das richtige Timing haben. So, komm. Jetzt. Oh nein. Okay, jetzt aber. Jetzt klappt's. Schaut. Halt, ich war an der Kante dran. Halt dich doch mal fest mit dem Board halt. Wieso kann er sich mit dem Board nicht festhalten? So, vielleicht in Kombination mit dem Sprung hier. Yes, ich hab's geschafft. Und wenn es jetzt hier nicht die... Hier gibt's weniger als ein bisschen Leben. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, ich bekomme voll das Geilisch. Moment, ganz kurz. Ah, schade. Okay, die sehen alle gleich aus. Ich dachte, die Wand sieht so ein bisschen bröckelig aus. Da könnte was dahinter sein. So, wir haben jetzt fast schon, beziehungsweise wir haben eigentlich genau 17 Minuten. Aber ich glaube, da wir auch den letzten Part so ein bisschen kürzer gemacht haben, können wir den hier ruhig ein bisschen länger machen. So, die lasse ich mal in Ruhe da verrotten, denn ich will einfach nur weiter und ich will... Nein, 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 nein! Bleib mir vom Leib. Bleib mir vom Leib, Freunde. Bleib mir vom Leib, habe ich gesagt. So. Wieso habe ich dich noch getroffen? So, jetzt bist du tot. Huiuiuiuiuiui. Okay, da hoch müssen wir. Da hoch müssen wir. Und dabei müssen wir uns geschickt anstellen. Und ihr wisst, wie ich bin bei geschickten... Hey, ich verstehe nicht. Wird dieses Wasser noch elektrifiziert oder wieso? Wieso sind die ganzen Plattformen hier? Also die zum Hochschwimmen bzw. Hochklettern habe ich ja verstanden. Aber die hier verstehe ich nicht so ganz. Okay, die schießen. Weg mit euch. So. Auch wenn ihr Metallschädel droppt, ist mir scheißegal. Hauptsache, ihr seid weg vom Fenster. So. Weg. Da ist jemand gefangen. Hä, wieso ist... Hä? Wieso bist du gefangen, junger Mann? Wieso kann ich dich nicht treffen, wenn du gefangen bist? Ich werde jetzt irgendwie einen Schalter betätigen und dann, oh Wunder, kommt er da raus und ich bin voll überrascht. Oder ich tue zumindest... Ah, der lebt noch! Oh Gott. Sehr schön. Oh. Okay, ich berühre den Knopf und dann kommen ganz viele von den Dingen da raus. Obwohl, das ist gar kein Knopf. Brumm. Da geht's zu Wen, oder? Stets für Überraschungen gut. Die Tür zum Kontrollraum ist jetzt offen, Jack. Ja, und der Kontrollraum ist der von Wen. Aber was hat dieser eine Metallschädel dazu suchen gehabt? Ich hab das nicht ganz verstanden. Ist das ein Secret oder so? Oder war das ein Bug oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das geschafft. Und ey, jetzt können wir auch den Part beenden. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihm so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Und bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch, alles Gute und... Tschüss.